wieder genügend für... Ach nein, nein, jetzt hätte ich die... Ich habe ihn umgeworfen. Ich meine, ich hätte... Ich bin wieder gebrochen, lol. Ich meine, ich hätte wieder genug für einen Aufstieg, für einen Levelaufstieg von meinen Fähigkeiten. Sehen wir ja gleich rechts, ob wir wieder ein bisschen was haben. Oh ja, 1063 ist nicht so verkehrt. Das ist der falsche Knopf. Da können wir mal hier gucken. Perfektes Ausweichen. Ah. Ach, das habe ich erlernt. Das kann ich nur meistern. Das habe ich auch alles schon gemeistert. Ich würde gerne hier was noch. Die Lohnschwinge halt einfach verbessern oder halt meistern. Feuerspeil habe ich gar nicht ausgerüstet, ne? Ich verbessere lieber das. Was haben wir da? Das kann ich nur meistern, aber da habe ich keine Fähigkeitspunkte mehr. 560 haben wir noch. Das kann ich verbessern. Oh, kann ich nicht. Dich kann ich verbessern. Ach, deswegen hat es bei dem Horn nicht funktioniert. Der war zu schwer dafür. Fatale Umarmung. Ne, da sehe ich jetzt nicht so den Need drin. Ich nehme das perfekte Ausweichen. Wir weichen ja doch schon recht viel aus. Aber da kommt doch so viel dazu. Wie geil ist das denn? Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir das gut können. Was ist da eigentlich? Darf ich noch nicht durch? Nicht passierbar. Hm, toll, dankeschön. Okay, aber es ist doch ein bisschen Open World, okay. Ist, warte, was war da noch? Okay, damit kann ich mich anfreunden. So ein bisschen. Aber gut, klar, würdest du dich hier ohne Chocobo direkt am Anfang von A nach B bewegen? Du musst ja irgendwas haben. Beim 15er hatten wir wenigstens unser Auto. Da ging das. Aber hier hast du ja nichts. Weißt du, wenn du wenigstens ein Chocobo hättest oder so. Kann ich nicht. Ich hab sie gekillt. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr, Jill. Aber ich glaube, Jill hat gerade die ganzen anderen erledigt. War jetzt gar nicht so verkehrt. Wo muss ich eigentlich lang? Ich muss da immer ums Eck rum. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass ich nicht automatisch sprinten kann, wenn ich möchte, sondern dass er das nach einer kurzen Zeit erst anfängt. Was sind das eigentlich für Sendemasten da oben? Die haben sie mir schon erklärt, ne? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Ui! Das ist schon wieder Killerbienen! Ne, Hornissen sogar. Hornisse. Killerbiene. Killerbienen und Hornissen. Oh, ich habe noch eine getroffen. Oh, guck mal, ich habe die gekillt. Seit wann kommt denn die Hornisse so weit runter? Ich kann ja auch springen. Guten Morgen! Gee, guten Morgen. Ich kann auch springen. Haben wir sie jetzt? Ja. Gott, okay, mit diesen Hornissen bin ich... Werde ich noch nicht warm. Na toll. Tut mir leid, wildes Chocobo. Aber du stehst da gerade. Da ist das nächste. Und die bringt halt leider Erfahrungspunkte. Und ihr wisst, wie es läuft, ne? Das Leben ist nicht einfach. Die Blaufedern sind so hübsch. Aber die greifen einen ja auch selber an. Also. Die wollen es ja so.
So. Alle einmal dead. Nehme ich mit. Da ist das Kloster. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Da ist das Kloster. Wer ist heraus? Moment, war da hinten noch was? Da hinten. Nein, es ist einfach nur ein Baum. Ich dachte, es wäre gerade so ein Strahl nach oben. Aber da drüben waren noch. Ja, ist ja okay. Da drüben bist du. Spinnen. Nicht zu nahe, Torgal. Ich bin noch immer nicht glücklich über diese Spinnen. Oh mein Gott, ich hatte letztens vor meiner oder an meiner Eingangstür eine kleine Spinne. Die hat sich da einfach abgeseilt. Ich bin hart erschrocken, als sie einfach vor meinem Gesicht gebaumelt ist. So. Hallo, Kloster. Seid gegrüßt. Das Kloster ist leider nicht für persönliches Gebet geöffnet. Geht mit Gwigor. Wir kommen mit einer Spende von Martha. Verstehe. Dann folgt mir. Bitte. Ich will nicht sterben. Oh, bitte, Vater. Die Schmerzen, ich bitte euch. Das Licht, es flackert. Lasst mich nicht allein. Hab keine Angst. Ich bin hier. Wer sind diese Menschen? Marthas Träger. Sie vertraute sie meiner Obhut an, damit ich ihre Leiden lindern möge. Soweit mir dies möglich ist. Sie alle haben nicht mehr lang. Es ist der Fluch. Grausam. Irgendwann ereilt er alle Träger, deren Gabe man ausbeutet. Mit jedem Quäntchen Äther erstarren ihre Körper, bis nur noch Stein und Schmerz bleiben und man sich ihrer entledigt. Weder Martha noch ich vermögen es leider, ihr Schicksal abzuwenden. Wir können ihnen lediglich dabei helfen, die Qualen des Todes irgendwie zu ertragen. Schreite nun mit Zuversicht in eine bessere Welt, wo du das Glück finden wirst, das dir hier verwehrt blieb. Danke, Vater. Ich danke euch für Marthas Spende. Darin ist mehr von ihrer Medizin. Sie schenkt den Trägern ein wenig Frieden vor dem Tod. Wenn ihr Martha das nächste Mal seht, dann sagt ihr bitte, dass noch zwei vergangen sind.
Sollten wir sterben? Wir sind auch Träger. Gehen wir zurück zu Marthas Rast. Ja, gehen wir. Weil wir sind ja auch einer. Nein, sind wir nicht! Oh mein Gott. Wir sind ja selber ein Ding ins Kirchen. Ich glaube, ich war letztes Mal, als ich gespielt habe, einfach nicht anwesend. Wir sind ja gar kein Träger. Bei uns ist ja der... Wie heißen sie denn? Dominus. Meine Güte. Wir haben einen Dominus in uns. Wir sind ja Ifrit. Das heißt, wir sterben nicht, ne? Bei uns ist er ja relativ spät erwacht. Das heißt, wir sind nur ein... wir sind ein Dominus mit dem Trägersymbol. Was eigentlich nicht. Okay, ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aua. Ich habe schmerzende Beine. Aber ich bin auch heute einfach 12.000 Schritte gegangen. Alter, schreit halt noch mehr. Ich finde es halt schön, dass sie vorhin erzählt haben, dass nicht mehr jeder Steine zur Verfügung hat oder Kristalle zur Verfügung hat und der andere kühlt einfach seine Fische damit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir nicht vielleicht eine andere, bessere Verwendung dafür hätten, als wie Fische kühlen, aber gut, weil eigentlich hätte man dafür Eis. Was ist da denn? Wie man Gisarkraut am besten zubereitet. Niemals roh. Wenn man dem Kraut nicht sofortigst aus beiden Enden wieder Lebewohl sagen möchte. Oh, das ist schön umschrieben. Nichts braten. Außer man will seine Pfanne ruinieren, denn der Geruch brennt sich ins Eisen ein. Keinesfalls in Suppen und Eintöpfe verwenden, sonst machen die Dämpfe die Chocobos in den Ställen verrückt. Wenn es unbedingt gegessen werden muss, mit 9 Teilen Engelshauben, 6 Teilen Zitronenschalen oder 3 Teilen Fingerwurz mischen und 3 Tage in Honigwein einlegen, um den Mief beizukommen. Das klingt jetzt nicht so daran, als ob ich das essen wollen würde. Aber gut, wenn du sonst nichts hast, dann nimmst du das. Für eine Person holt sich in diesem Haus einen kräftigen Arschtritt. Schieber, Schummler, Schwindler, Spitzbuben, Strolche, Schuften, Schurken. Warnung an alle Kartenspieler. Jetzt müssen Soll ich das mir... Klingen und Körper verkaufen. Muss ich mir das merken? Ich hoffe nicht. Gibt's hier ein Kartenspiel? Gibt's hier ein In-Game-Game? So wie Gwent. Kann ich da rein? Nee, die sind alle zu. Schade. Nur realistisch, aber schade. Ich finde es aber komisch, wenn Leute überall in einem Spiel rein möchten. Du kannst ja im echten Leben auch nicht überall rein. Wir sollten langsam aufbrechen. Okay. Hier gibt's nichts mehr. Hallo, Martha. Ach, zurück. Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. 2 weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Das war eine kurze Trauer. Aber hey. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Siegel erhalten. Den schlummernden Chocobo. Und meine Tür steht euch jederzeit offen.
finde es schade, dass die Konversationen ein bisschen so gestellt sind. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Ach ja, stimmt. Ich bin ja eigentlich Thronfolger, ne? Vergesst es immer so zwischendrin. Alter, 30 Erfahrung, willst du mich verkackeien? Warum kann ich nicht so viel Erfahrung bekommen, wie ich Gil krieg? Was soll ich denn? Ich scheiß jetzt dann Gil. Sid. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Hattet ihr nicht mal ein Feuerzeug? Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Musst du jetzt dich ein bisschen schreien? Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal? Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Wir haben alle immer so schöne Augen. War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja, dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Man sieht sich. Also, dass Götz nicht reitet, habe ich ja irgendwie verstanden. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für die Chocobos, aber warum reitet denn Sid nicht? Und ich wollte noch irgendwas sagen. Macht man so ein lautes Geräusch, wenn man eine Zigarette einatmet? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen laut. Huch, warum hüpfe ich denn?
Nein, ich will doch nur mit dir reden. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Ah, das kriegen wir hin. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann ich sehe es schon. Auf der Hut bleiben. Boah. Warum denn so viele Spinnen? Was haben Spinnen zurzeit mit... Quatsch. Was haben... Nee, hat schon gestimmt. Was haben Spiele zurzeit so mit Spinnen? Ach so, ich habe sie gar nicht gesehen. Was ich nicht sehe, kann ich nicht angreifen. So, das war doch mal ein schöner Angriff, oder? Wir sind hingezoomt. Haben uns ein Phönix-Schwinge-Ding gemacht. Und... Ah, ja, wer bist du denn? Es tut mir mal fast ein bisschen leid, dich anzugreifen. Du weißt, was zu tun ist. Huch! Aua. Sehe ich ja mal gar nicht. Aua. Moin. Kann ich dich jetzt da angreifen? Aua. Das ist nicht... Die ist irgendwie schwer, kann das sein? Du weißt, was zu tun ist. Ich kann nicht auch aus der Ferne angreifen. Ich hätte gerne ausweichen, danke. Ah, sie ist gebrochen. Dann kann ich jetzt Feuer machen. Und dieses Feuer. Und dann einfach wieder draufprügeln. Nur, also ist ja gar nichts. Ich sollte ausweichen. Ich habe einen Heiltrank gekriegt. Jetzt schießt sie wieder. Aua! Hast du mich gerade geblockt? Ich glaube, es hackt bei dir. So. Uiuiuiui. Wenn sie den Kopf einsteckt, ist es nichts. Oh lol, sie ist nochmal gebrochen. Das ist irgendwie nicht so gut, ne? Ja! 20 Erfahrung, ach leck mich doch am Arsch. Du kriegst echt wenig Erfahrung hier. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, ne? Die war eh schon fast tot. Naja. Die lebt ja immer noch. Ich dachte, ich hätte ihren Finisher gemacht. Okay. Wir haben einen kurzen Umweg gemacht, um Dinge zu töten. Es geht jetzt weiter. Erneut mit Dinge töten. Nicht zu nahe, Togger. Die habe ich gar nicht getroffen. Ach, so eine Scheiße. So, und jetzt einmal bitte die hier. Quatsch, da. Es ist immer super, dass Torgal die runterholt. Weil ich bin mit Hüpfen und Schwertschwingen noch nicht so gut. Wiegeleute sind ja Tatsache Menschen. Die habe ich jetzt Die habe ich jetzt fast alle mit einem Schlag gekillt, ne? Ich habe sie alle mit einem Schlag gekillt. Das ist hervorragend. Ätherische Asche. Ich muss aber auch sagen, dieser Rundumschlag, den ich besitze, ist echt... ein bisschen OP. Bist du die Einzige? Ne, da hinten sind noch welche.
Ich vergesse immer, dass ich mich porten kann. Dass ich so eine Art porten kann. Ich finde die Spinne aber trotzdem immer noch nicht so schlimm wie die von Hogwarts, muss ich sagen. Die sind auch widerlich, ja, aber die sind nicht so schlimm. Da waren die anderen schlimmer. Kann ich dich anfassen? Du bist so ein Trainingsstein, richtig? Der sieht aus wie der im Versteck. Oder kannst du was anderes? Scheint aber nicht zu funktionieren. Ja, okay. Du kannst nix. Danke. Für nix. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, guten Tag. Was brauchst du denn? Hierher. Hallo, Fredrik. Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zum Arta. Gut. Sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns. Töte das Rudel. Krieg ich hin. Die sind ein bisschen hangry. Fühle ich sehr. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Okay, wir töten mal das Wolfsrudel. Das ist ja easy peasy. Da sind sie ja. Ich glaube, ich komme gar nicht drum herum, dieses Wolfsrudel zu töten. Ich sagte sie, während sie drum herum lief. Oh, da hinten hat was geglitzert. Das hätte ich gerne. Oh, was bist du denn? Oh, gegen dich habe ich schon mal gekämpft. Du bist ein Minotaurus. Ich reiße jetzt deinen Arsch auf. Huch. So langsam. Hast du gehört, du bist zu langsam. Oh. Bist du schon gebrochen? Was bist du denn für ein Lappen? Nur 8. Was? Ich dachte, ich hätte voll den krassen Schaden gemacht jetzt. Uiuiui. Vielleicht habe ich gerade wieder vergessen, meinen Finger auf R1 zu legen. Patsch, patsch. Erneut gebrochen. Ich finde es schön, wie ich ihm einfach weiter ins Schritt donner. Aber ob wir jetzt am Phönix-Tor auch wieder... Jonathan ist es ja nicht. Der hieß nicht Jonathan. Wie hieß unser Bruder? Ich hab jetzt Jordan im Kopf, aber Jordan stimmt auch nicht. Boah, ich und Namen. Joshua! Meine Joshua heißt er. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass ich mich wieder an seinen Namen erinnert habe. Ach, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen. Joshua. Ich wollte gar nicht Jonathan sagen. Der sieht wirklich aus wie Jonathan. Ich habe schon wieder Jonathan gesagt, ne? Joshua. Ich glaube, er ist es nicht. Ach, das ist das Alpha-Tier sogar, das ich hier gerade platt mache. Der ist dead. Ach so, direkt hinter mir. Wow! Das war eine Parade. Was?